Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ihr merkt schon, ich lache, denn ich bin aus Versehen im Alterrad gelandet. Hier wollte ich gar nicht hin, aber jetzt habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf. Gehst du mal rein? Ist es denn? Nicht, dass ich persönlich ein Problem im Alltag teile, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt gerade keine... Ich habe gar nicht so wirklich Lust, aber ich dachte mal, komm, bevor ich jetzt hier die Viertelstunde warte, kann ich auch einfach den Krempel hier mal aufnehmen. Ich war ja hier nicht drin, ich weiß, ich glaube, wenn ich das... Also, ich war jetzt ja schon eine Weile nicht mehr hier drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so... Ah, Talente wechseln, haha, ganz wichtig. Eifer, Klinge der Tugend... Tja. Nee, das nehme ich, glaube ich, besser... Warte mal gerade, was macht denn das hier für ein Damage? 30. Boah, ist deutlich stärker. Das so macht dann. Ja, das ist natürlich eigentlich. Das ist schwächer, das ist Bucky dann scheinbar noch. Trotzdem ist es besser. Das bleibt, oder? Ja, das bleibt. Nee, glaube ich. Nee, das macht keinen Sinn, ob ich das gleich mal skillen soll. Das eigentlich nicht. Sowieso nicht. So, lassen wir mal so. Gab es irgendwas zu fressen? Nee. Das haben wir alles. Oh Gott, ja, das wird jetzt lustig. Ich werde halt natürlich dann irgendwie im Zerg umeinander sein, ne? Ist ja nachvollziehbar und klar. Nee, ich habe kein Problem. Ich glaube, was wollte ich sagen? Ich bin total durcheinander. Bin etwas verwirrt hier. Das wollte ich hier gar nicht. Moment. Galvadev. Also, ja, ich glaube, die, wenn ich das richtig verstanden hatte, war es so, ich mache mal irgendwie FPS an, denn ich habe ja eine neue Grafikkarte drin. Mal gucken, wie das dann läuft. Sollte wahrscheinlich, wird natürlich trotzdem grafische Ruckler geben, also wird Ruckler geben, nicht Lags, das verwechseln viele gerne mal, das sind Ruckler. Lags hat ja was mit der Latenz zu tun und wir reden in der Regel, wenn es hängt. Vom Rechner her, also Grafik, dann ist es ein bisschen zu Ruckler. Oder grafische Lags, ne? Also das war was. Nee, dass die Wachen sind, glaube ich, sau stark irgendwie mit, ne? Ja, oh, genau, Level 109. Die sind hoch, die sind schon hoch. Das heißt, einen Turm alleine einnehmen ist schier unmöglich, glaube ich. Ja, doch müsste, weil da fehlen ja die Level. Man trifft, glaube ich, die ganze Zeit nicht. Die Viecher hauen ordentlich rein, das heißt, man muss eh in einer Gruppe rein. Also Solo-Taps. Ja, okay, doch als Stealth-Klasse kommt man da eventuell durch. Ich weiß es gar nicht. Kommen jetzt Defa mit oder nicht? Den lassen wir... Ja, da kommen Defa mit. Geil. Ich habe meine Buffs noch, aber ich tue mich mal erneut buffen. Tja. Und zack. Salut. Schaut mal, Galvar. Galvanga, oh, Verzeihung. Der hat einiges hier schon aufgehalten. So. Na, da kommt schon das erste. Da kommt schon die erste. Oh, gleich mal ins Gesicht hier. Gleich mal wissen, wo es lang geht. Oh, wo, 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 wo. Es ruckelt dann jetzt doch irgendwie. Mal rauskriegen, woran das genau liegt. Gut, ist ja erstmal egal. So ein Riesenzerk habe ich ja normal nicht. Und zack. Den da. Zack. First Blood. Nein, ich habe das Talent gewechselt. Scheiße, jetzt habe ich das Talent nicht gewechselt. Na gut, dann habe ich es halt drin. Wird jetzt auch nicht so schlimm sein. Zack. Na? Hat gehangen. Das war dann ein Lag. Kein Ruckeln. Lasst euch, wie gesagt, von der FPS-Zahl unten nicht irritieren. Das ist einfach nur für mich, einmal ein bisschen zu gucken. Eventuell muss ich mal gucken, wie ich das mache. Monitor ist... Ich hab das nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe AMD Freeze, in AMD FreeSync kompatiblen Monitor. Ja. Funktioniert. So wie ich das erkannt habe, vor allem in Overwatch sieht man das entsprechend, das ist so eine geschmeidige Bewegung, aber da geht es wie gesagt gar nicht drum. Ich habe die Frames natürlich limitiert auf die Herzzahl, das sind 144,
Nur entsprechend hat man dann sogenannte Frame Drops, nämlich von ja, 144 auf einmal 70 runter. Und das sind dann so Sachen, die man dann halt merkt. Wenn ich jetzt aber das auf 70 oder so limitiere, merkt man das gar nicht. Wenn das dann auf 40 runterfällt. Na? Ja, jetzt laggt es nämlich. Es ruckelt nicht, es laggt. Das Totem ist nämlich... Ich habe das Totem kaputt gemacht. Noch eins. Will er mich gerade verarschen? Der hat das jetzt dreimal gestellt, oder was? Das ist wahrscheinlich... kein Lag, sondern... Ah, halt, ich muss doch looten. Scheiße. Ich muss die Leute hier... Nein! Okay. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, weißt du was? Komm, ich tu das mal schnell limitieren. Das kann ich ja schnell machen. Ob wir dann das auch noch feststellen. Na, komm schon. Oh ja, jetzt fällt das sogar richtig auf. Auch merkwürdig. Und wieder zurück. Jetzt krieg ich wahrscheinlich die 144 nicht mehr hin. Ja, krieg man nicht hin. Die 145. Krieg ich hier nicht hin. wo geht's denn weiter? Da geht's weiter. Nein, du lässt mal bitte den in Ruhe. Was ist denn der Mage? Dann heilen wir dich mal, Mage. Muss ja auch mal sein. Was willst du denn jetzt von mir, DK? Du bist doch gar nicht. Du bist doch gar nicht fähig gegen so viele Leute. Ah, das haben sie immer noch nicht geskillt. Geändert. Dass ich mit DP-Brock das dass ich das Siegel des Lichts benutzen kann. Dort ticks die Crit. Yeah. Looten. Ist das nicht das, was ich gern hätte? Dann hackst es dann. Mach dich noch langsam, dass du gar nicht auf dumme Gedanken kommst. Leckt das hier übelst. Na komm schon. Du bist aber schnell weg gewesen. Nö, so nicht, Leute. Du bist gleich mal die Bob. Du kriegst einen Stun, mein Freund. Ich hab dich zwar gestunnt, aber... mitteilen. Ah, jetzt ist der abgehauen. Ich hätte gern wieder Böses vertreiben. Das war so cool. Oh, jetzt war der Nächste hier. Nix Furcht hier. Bei Feuerbrand kannst du ruhig machen. Ach, der hat den da gestunt, gar nicht gesehen. Schon wieder unterbrochen. Seelstein, ja, das wird ja nichts bringen, du Witzbold. Du hast eh gelootet. Ach du Scheiße. Oh, du bist langsam. Oh, jetzt gehen wir es ja von beiden Seiten, aber ist nicht gut. Leben. Hallo, ich drücke dir ganz auf die Heilung. Scheiße. Muss ich hier wegkommen? Irgendwie. Oh, den Mage hier. Nein, Mage töten, Mage töten. Spit und so. Hier geblieben. Irgendwie muss ich kriegen. Ja, da. Oh, bisschen Heal wenigstens. Boah, nice Heal, warum ich da geheilt hatte. Oh, selber mitheilen. Mir hat auch die Invasion irgendwie so Spaß gemacht, weil da hat man mal Damage gemacht, man hat mal geheilt. Das war cool. Was macht denn der da?
Ja, ich würde gerade sagen. Kriegen wir den? Yes, kriegen wir. Also noch jemand. Nicht mal langsam. Und weg hier, jetzt reicht. Reicht. Ja, Grip zurück. Scheiße, das ist unser Tod. Im Grip im Stun, aber das war irgendwie sau langsam, der Grip. Kommen wir jetzt wenigstens mal voran. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Und der Heal ist auch okay. Hier geht es nicht um Penismeter oder so, es geht einfach um zu wissen, wie komme ich, wie funktioniert es und so weiter an die. Ja, also eigentlich müsste ich ja das hier noch drin haben, wegen höherem Schaden, weil das die macht deutlich mehr. Das macht, glaube ich, allein in der Standardausführung macht das dreimal so viel Schaden oder so. Also da weiß ich auch nicht, was sie sich irgendwie dabei gedacht haben. Also es läuft, also es spielt sich auch schon angenehmer. Justicas Vengeance wird je nach Kombination der Arena auch das Nonplusultra sein. Boah, der Helligkeit ist sinnfrei, das macht nur im RBG Sinn, aber selbst da macht es keinen Sinn, weil wenn man Justicas Vengeance benutzt, hat man ständig den gleichen Heal. Oder den höheren sogar. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Gehen wir mal nach gucken, ne? Nein, nicht runterfallen. Oh Mann, bin ich wieder so blöd. Wahrscheinlich wurde ich deswegen geboren, dass ich mich selber mich aufrege. Na komm, lauf. Kannst du kicken oder was? K ist jetzt nicht viel als Crit, aber... wird schon stimmen. So, das hier, den Stun drüber, Justicas Vengeance und wir machen keinen Schaden. Und gegenheilen, nur ein bisschen zumindest. Bin ich ein Heiler? Da ist doch ein Heiler, gell? Nochmal Kick, Stun, Self-Heal, Self-Heal, Kick. Ich kann sagen, da wurde doch gekickt. Wie viele Heiler haben die denn hier drin? Ich glaube 4 Stück, oder? 3? Ist jetzt egal, raus mit den... Ah, scheiße, Stun. Boah, was ein Leck! Bubble. Hier ist einiges drin. Den Held brauche ich hier nicht. Das heißt, ich muss hier keinen Erfolg mehr machen. Habe ich alles schon. Das ist erstmal ein Stun. Justicas Vengeance rein. Nö. Ach, erst down und looten wir ihn mal. Schade ist nicht das drin, was ich gern hätte. Die Abzeichen haben. Hab ich das Item noch? Ja, da ist das Buch. Es geht überhaupt nicht voran. Ach du Scheiße, das wird ein ewig langes BG. Fuck. Ich glaube, Balinda kann man auch nicht einfach so töten. Boah, Scheiße. Hätte ich das von vorne gewusst, hätte ich gleich gelassen. Hätte normales aufgenommen. Eine Viertelstunde wäre jetzt fast rum. Oh, wir sind schon eh mit einem weniger. Ja, ich wollte gerade sagen, wie oft muss ich den denn jetzt noch angreifen? Komm her. Bis dann. Komm her. Oh, 4, ganz wichtig. Kann aber auch hinterher, mein Freund. Nee, nee, du. Das mache ich nicht mit. Werter Schurke, leck mich.
Der Heal ist sofort wieder weg gewesen. Ich will ans Pad. Oh, das laggt. Das ist hart. Wie das laggt. Wie das laggt. Oh, nice. Kann ich ihn töten? Nee, aber mich ein bisschen heilen. Scheiße, Bob nur. Und kann ich gegenheilen? Noch geht's. Rogue kommt nicht durch. Hallo, wie oft muss ich noch die Taste hämmern? Nice Heal, danke. Jetzt holen wir uns mal den Turm. Oh, 481 nur noch. Das heißt, haben wir den Turm kaputt gemacht? Oder Belinda down? Brennt das da? Ich glaube, da brennt's, oder? Na, komm, du bleibst mal hier. Was hatte ich denn? Ach ja, genau vorhin, als wir im Zerg in der Mitte waren. Da wollte ich ja noch so, das hatte ich das erzählt? Doch, schätze nur anstellen. Bei der Invasion. Finde ich ganz cool, ist meinen Sachen aber viel zu einfach. Gut, das ist ein anderes Thema. Es ist so, dass mir das Spaß gemacht hat, weil ich einfach hingegangen bin und dann halt mal hier, mal das gemacht habe. Also supported, geheilt und das war cool. Also hätte ich das halt generell gern wieder, aber es, ja. Vielleicht geht's ja dann wieder. Also ich meine, es ist prinzipiell machbar. Ich sag mal, es ist halt bitte mit Lumineszenz heilen der Sturm. Und wenn man noch ein bisschen Heal so bekommt, dann kann man schon ordentlich was heilen. Also das ist enorm teilweise. Aber es sind halt so kleine Heilungen, nichts Großes. Und Wort der Herrlichkeit ist dämlich. Das Ding soll einfach wieder Baseline sein. Es war ja Balance, ne? Man hat ja heilige Macht. Man konnte nur 3 heilige Macht aufsammeln, ausgeben. Man konnte sich also nicht übermäßig damit heilen. Aber es hat halt heilige Macht gekostet. Und die ist halt immer ein wichtiges Gut, ne? Das ist unsere Damage-Ressource. Und wenn man die verbraucht, man dann für Heilung. War überhaupt kein Problem. Es muss ja kein AE-Heal sein. Es ist einfacher Single-Heal, fertig. So, du kriegst jetzt dann... Oh, nein! Ach, Mann. Arschloch. Das war einfach cool, ne? Man konnte halt einfach... Man konnte außerhalb von Mana heilen. Es ist ja nicht so, das Ding muss ja nicht overpowered sein. Und mit dem Talent muss man dann irgendwas anderes machen. Weil das ist einfach blöd, ne? Das macht überhaupt keinen Spaß. 2 Aufladungen, 1 Minute Cooldown und Heilig gemacht. Also, Entschuldigung. Das... Vom Grundprinzip ist es ja okay, aber das ist zu hart. Boah, was? Monster-Lag. Komm, jetzt stunnen wir dich mal. Wings up und töten dich. Dominating. Sag ich doch. Dominating. So, jetzt können wir ein bisschen farmen. Ich hoffe, hinten ist alles dicht, wenn ich das sehe. Da hat ein Pally Divine Hammer an. So, 7 Stück. Oh, schon richtig hochkommen. Oh, fast 4 Millionen Heal. Gut, gut, aber auch viel aktiv Heal dabei. Darf man nicht vergessen. Da hätte ich jetzt noch das andere Teil, Klinge der Rache. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht Klinge des Zorns geskillt hätte, wäre Damage wahrscheinlich höher. Beziehungsweise ich hätte mehr Kills. Wobei 7 ist auch eigentlich ordentlich. Ah, ist ja egal, ich bin ja nicht hier, um auf Kills zu gucken. Ich will einfach gucken, was ich, wie es funktioniert, wie ich es mache, dass es funktioniert und fertig. Und später, wenn dann Legion draußen ist und man dann die PvP-Talente hat, wird man wahrscheinlich nur unbedingt anders killen. So, Stun. Und gib ihm nochmal einen Stun auf alle. Sheet of Vengeance. Und gleich die Bubble an, denn sie übertreiben es gerade ein bisschen. Nice Heal. Wer auch immer das war, danke. Kommt, den Hunter machen wir mal langsam. Okay, der ist weg und verlangsamt.
Also bei mir fängt jetzt an leicht zu ruckeln, oder ich merke Ruckler. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe mal, dass das nicht an einem Add-on liegt. Ich habe nämlich jetzt nicht so extrem viel drauf. Ich habe Recon und so weiter nicht mehr, ne, wird nicht benutzt, weil, ja, hat keinen Sinn. Das ist schon komisch, was da so hart ruckelt. Finde ich zumindest. Komm her, komm her, komm, ich brauch den. Nein, ich brauch den, ich brauch den. Ah, dann nehme ich halt das scheiß Pet da. Ah, ich brauche Heal. Könnte mich doch nicht einfach da allein lassen. So, und bam. Ist halt das Praktische an Rache des Rechtssprechers, man kann sich danach so ein bisschen hochheilen oder gegenheilen, je nachdem. Ich hoffe, die Aufnahme, ich hoffe, das ruckelt echt nicht zu sehr, weil das wäre schon scheiße. Da. Weil ich nicht mehr genau weiß, woran das da liegen würde. Ich habe nicht alles auf Ultra oder irgendwas oder sondermäßig hochgestellt. Also von daher, das dürfte es dann auch nicht sein. Scheiße, ich habe es Totem noch gesehen. Jetzt erstmal ab. Ah, danke. Ich habe nur noch gerade in die Fresse bekommen. Die sollen Bladen sind und dann doch sterben. Das hätte er sich sparen können. Wir können den Mage auch stunnen. Das laggt gerade unglaublich. Ja. Stun. Und jetzt kriegst du Wings ab. Shield of Vengeance. Gehen wir mal hier auf den da. Den Shami. Der heilt nämlich. Ach, ich bin gar nicht auf dem Shami. Fuck. So ein paar Brocks hat und stirbt. Ja, scheiße. Seelenstern benutzen. Nice. Wenn man da so ein paar Procs mit Jessica's Vengeance hat, dann kann man nämlich auch entsprechend was rein. Selbst wenn der Gegner nicht selbst wenn der Gegner nicht im Stun ist, weil nur im Stun macht das Ding eigentlich richtig was her. So, und jetzt zum Beispiel. Hier spammt man normalerweise dann schön Divine Storm und heilt alles. Das ist schon cool. Kann man die Pets wieder töten. Boah, nerv. Was ist denn da hinten? Ein Shami. Den können wir doch stunnen und ins Gesicht treten. Das, was er ja verlangt hatte, ne? Hat er gesagt, hau mir ins Gesicht. So. Seed of Corruption. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch was bringt. Scheiße. Okay, ist aber rausgekommen. Wasserelementar. Hinten ist ein Hunter. Komm her, Hunter. Komm her, komm her, komm her. Du brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Und versuch halt abzuhauen. Beben. Oh nein. Ich will jetzt eigentlich nicht so reinpreschen. Ich will einfach nur den da irgendwas ins Gesicht treten. Hab ich noch Speed? Haben wir noch. Och, wie lange hält denn der Scheiß da? So, jetzt kann ich dich aber looten. Wird nicht das drin, was ich suche. Ah, ich merke auch mal, mein Kopfweh ist immer noch nicht weg. Wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, warum ich Kopfweh hab. Ja, Rogue, ist klar. Bleib doch mal ruhig. Hey, chill doch mal. Nix. Ich hab gesagt, chill mal. Chill. Sag ich doch. Chill. Oh ja, genau. Die Dinger will ich ja. Oh ja, prima. Ich hab immer noch Gift drauf. B -b 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 -b
Typen. Den da treten wir mal aus dem Leben. Dann nehmen den da. Und nein, kein Global mehr. Bubble ist ja noch ein Global, das bleibt ja weiterhin so. Eieieiei, dann geht das jetzt schon. Oh, 25 Minuten, das wird wieder eine schön lange Folge. Da könnt ihr euch freuen. Die Allies haben jetzt noch 290 Punkte, wir haben 510, also wir zergen die Allies wirklich gerade nieder. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Wir haben das da hinten alles. Die FPS-Anzeige kann ich übrigens wieder ausmachen. So, ach, währenddessen kann ich mal schnell. Ich bleib mal gerade stehen. Hotkeys. Warte mal, wo war denn hier Mikrofon? Mikrofon. Stumm, stumm aus. Moment. Wunderbar. Funktioniert wieder. Das heißt, ich kann gähnen und so weiter. Was ich übrigens noch nicht getan habe. Oh, jetzt ruckelt das wieder. Warum auch immer, weil ich aus dem Spiel war. Oder weil da vorne so viel los ist. Wobei das lustig ist, es sind hier 50 FPS und es dürfte so in der Art gar nicht ruckeln, aber es wird irgendwie als Ruckel dargestellt. Das könnte natürlich auch ein Stun werden. Nee, das kann auch an diesem FreeSync liegen. Ja, mach nur dann Feuerbrand. Das kicken wir mal. Kriegst nochmal einen Stun-Up und ins Gesicht. Und dann looten wir dich mal. Nicht, dass du auf die Idee kommst, einen Seelenstein zu benutzen. Nee, nee, mein Freund. Das wollen wir nicht. Das hätte ich gerne noch. Oh, das Party. Oh, aber das Gesicht bekommen. Ja. CC't mich nur hart durch. Boah, natürlich. Drecksäcke. Mehrfach schon Solarzorn. Boah. Da liegt doch noch ein bisschen mehr an, als ich dachte. Ah, jetzt soll denn der Scheiß. So. Ah, nee, 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 Freund. Bist du bald fertig mit deinem Rumgehopse? Jetzt bleibst du mal hier stehen. Ja, ist dann jetzt nicht, aber... hier geblieben. Dachte, er kann abhauen. Hat er's gedacht. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, gut, ist eigentlich klar. Oh, 419, ich zeige richtig runter. Ich will eigentlich jetzt nicht so einen riesen Zerg haben. Man darf die auch nicht rauslassen. Meine Zerg haben wir so oder so. Oh, was ein Lag wieder. Klar, grip ihn einfach weg. Boah, das ist im Alltag aber mittlerweile normal. Das war beim letzten Mal auch so, dass dann teilweise heftige Lags da sind. Naja gut, dann gucken wir ganz ein bisschen entspannt entgegen. Ich versuche da irgendwas Sinnfreies zu erzählen. Wait. Da, oh, gehen mit Ansage. Und reide in der Zerg. Jetzt wird hier mal gepusht, Andarte raus. In your face, in your... Oh, der hat schon. So, jetzt aber. Schild, Arden sie raus, Freedom, jetzt habe ich fast alles raus. Und zack. Speed haben wir noch, betäubt. Einfach mal ein bisschen DS-Bam mit X bringen, deswegen bubbeln wir jetzt und hauen ab. Oh, nice. Ich kann nicht abhauen müssen. Oh, ey. Das hängt gerade so übel. Schon wieder!
oben, ne? Boah, ich will das Restbrett. Jetzt fertig, ja. Es ging, ich konnte gar nichts mehr drücken. Das war wahrscheinlich mal schon vorher. Na, besaufe ich mich schnell. Moment. Gesoffen. Ja, ja, alter, schöne alte Schlachten, die man früher geschlagen hatte, heute nicht mehr so irgendwie. Noch mal gehen. Ach, so wieder. Heute ist es nicht mehr so. Das war 157 Türmchen. Ja gut, da genau. Hinten haben wir alles. Ey, warum ruckelt das dann? Das ist doch wieder Quatsch. Das sind 50 FPS, das ist normal auch kein Problem. Alles kapiert, jetzt geht's okay, jetzt geht's runter. Ich lasse die FPS doch normal. Riesiger Zerg. Boah, lass ich aufstoßen hier, irgendwas, ja. Mach schon bemerkbar. Totem der Glue, brauchst du nicht. Es hat gesagt, es will nicht mehr. Scheiß Pet, stirb! Pet Killer 2000, Ach du Scheiße. Das war die Rache fürs Pet. Was man ja dezent beschwören kann. Scheiße. Beweg dich. Ich geh doch mal. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit nicht gehen müssen. Ich sprech ein einziges Mal davon und zack muss ich gehen. Genau. Du bleibst hier. Freund. Wie kriegst du das dann? Brauchst gar nicht in einer Quatschsprache, in einer Kauderwelsche irgendwas zu posten. Du stirbst jetzt. Ärmelloses T-Shirt, cool. Das habe ich noch nicht. Beziehungsweise hatte ich irgendwann mal wahrscheinlich gehabt. Das brauchen wir nachher. Ach ne, das ist neue Quest ja dann. Ja, hallo. Wie oft muss ich die Taste noch hämmern? Oh ja, Rogue, heilme dich mal. Zap, 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 zap. Und bam. Boah, Zerg. Nochmal gehen. So. Boah, 48 gewürfen, anderen 98. Dafür kümmern wir das Pet wieder. Yeah, Ultralag. Feiges Pet. Kenn ich den nicht? Keine Ahnung. Boah, man kann ja nichts angreifen. Man kann ja nichts mehr angreifen. Am besten mit blutbeschmierten Händen. Zack. Oh, Worry hier. Nicht, dass der auf die Idee kommt auszurasten, wo es nicht soll. Da ist wieder das Pet. Da ist es nicht mehr da. Da ist ein Wahnsinniger, der kriegt erstmal einen Stun. Der will wahrscheinlich einfach nur AE-Damage pushen. Ganze Totems kaputt machen, die brauchst du nicht mehr. Stirbst jetzt eh gleich. Guck. Brauchst du doch gar nicht mehr, ne? Siehst du doch auch ein. Fehler! Was? Wer hat denn Sandauflegen gekriegt? Nein! Jetzt habe ich Sandauflegen viel miteinander gemacht. Fuck. Ich hoffe, es war nicht umsonst. Sonst, naja, war es halt scheiße. Scheiß Drecksviecher da mal kaputt machen. Müsste sie ständig neu beschwören. Hahaha, unsere Rache. Aber als dann für den Pali, nein, nicht mehr dran. Der hat nämlich jetzt Auge um Auge dran. Nö, hau ab, Junge. Bleib, mach mal langsam. Mach mal halblang.
mal halblang. Zurück. Selber heilen. Wow, das ging schnell. Puh, und gleich oben. Yes, oben. Beweg dich mal. Komm. Aber ich sah doch wilden. Ah, tschüss. Ah, Kick. Das ist ein anderer Pali. Jetzt müssen wir zurück. Oh, schon mal langsam. Gucken wir mal, ob wir uns noch ein bisschen heilen können. Ja, können wir bestimmt. Doppelt sogar. Das ist das, was ich meinte. Na, zack. Was? Bali lebt noch? Gleich. Nein, in die falsche Richtung. Bali lebt noch? Dann müssen wir mit Bali einfach mal umhauen. Dann haben die nur noch 18. Oh, 118 nur noch. Schön hat's. Oh, die haben hinten getappt. Scheiße, das kann übel ausgehen. Wie viel haben wir denn da? Das sieht man jetzt gar nicht. Die Maus, ich will langsam jetzt hier drin 37 Minuten. Oh, ihr müsst gerade echt leiden. Sorry. Aber ihr wollt das doch auch. Nee, wahrscheinlich nicht. Na, das reicht nicht. Ja, die haben... Was weiter? Da nicht. Das soll, aber da kommt man nicht durch. Das was wird? Was für Level hatten die? 22 Müller, ob das klappt. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt komme ich da nicht durch wegen dem scheiß Palimount. Im Taure. Jetzt habe ich mich gerade die Divine Steed noch genommen. Ich kam nicht durch, weil ich da oben an der Kante hängen vom Tor hängen und ihm so bescheuert. So bescheuert. Ich soll den Scheiß endlich ändern. Das ist so ein Quatsch. Oh, jetzt haben wir Bali hier. Jetzt ist die Frage, wer tankt. Okay, dann versuche ich mein Glück hier. Alter, ist die hart. Die haut mich ja voll aus den Latschen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so übel ist. Ist da noch groß wer drin? Wow, 316. Fuck, ein Turm haben sie down. Hart. Kann sie nicht stunnen. So, heilen wir es mal selber. Quatsch. Ich heule mich jetzt die ganze Zeit. Nur Justicas Vengeance, alles andere ist Quatsch. Auch den Heal. Das ärgert mich immer noch, dass ich da. Boah. Selber mal heilen. Alles da? Nee. Kleiner Heal, noch ein Heal. Nein! Ja, jetzt eigentlich, dass ich Zorn, Klinge des Zorns hab. Wow, 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 wow. Und ich Klinge der, Rache. Ach, ich hab vergessen, was es heißt.
Klinge der Tugend war es, genau. Klinge der Tugend wollte ich hier eigentlich haben. Ey, die Ballinde muss verrecken. Ey, die holen das eiskalte noch. Ey, Ballinde down, das sind 100 Punkte weniger. Haben die alles noch 9. Aber gut, zum Glück hat man sie, haben wir sie nicht am Anfang gemacht. Denn man sieht ja, die erfordert wirklich mindestens mal den halben Raid. Und ja. Was macht der da? Was sind die da drin? Na, die erobern das jetzt durch. Scheiße, die fallen dann gleich da an. Aber es müssen dann nur noch 6 fallen. 5. 4. Genau, zack die down. Hier sind sie immer noch. Ich hoffe, die resettet nicht. Das ist ja eine Katastrophe. Ach du Scheiße. Ich glaube, die kriegen wir nicht tot. Oder vielleicht doch. Doch, die Krimatown, oder? Fall um. Yes, yes, yes! 3! Okay, Mädels, das Spiel ist gleich vorbei. Bam! Ob ich abgerutscht bin. Aber gut, ich hab ja da... gerade mal so Spaß, aber gucken. Man guckt halt immer, ob eine Klasse für die eigene Spezialisierung vor allem ist es nicht der Fall. Der nächste Pally kommt erst da. Oh, 13 Millionen. Was habe ich? 21, 9 Millionen geheilt. 3 Millionen. Die haben ja gar nichts geheilt. Ich bin auf der ersten Seite bei der Heilung. Top 10 bei der Horde. Bei der Allianz. Die Allies haben aber mehr Heil von der Heilung her mehr. Das war damage-mäßig. Das ist wahrscheinlich eine Eule. Ich glaube, das ist auch eine Eule. Ein Demon Hunter, Hexer. Da sah ich Priest, Decay. Das könnte ein Unholy sein. Wie sieht's hier aus? Ja, Rogues ganz oben. Das ist das, was ich nicht verstehe. Hey, gut, ist ja letztendlich. Ist ja nur Pre-Patch. Boah, wie lange ging ich auf jetzt? 42 Minuten. Boah, 43 Minuten. Lieber Schwan. Das ist mal echt eine lange Folge. Da könnte ich eigentlich eine Woche Pause machen. Habe ich eine Woche mit ausgesorgt. Nee, ich muss aber, Entschuldigung, ich bin gerade ins Mikro gekommen. Ich muss eh gucken, dass ich in der Woche echt mit den Aufnahmen hinterherkomme. Ich habe jetzt volles Programm, wobei ich habe Freitag, nee, Samstag, Sonntag, Montag ist frei. Am Dienstag bin ich erst wieder arbeiten, aber dann halt auch dann bis Samstag durch und dann ich komme fast immer sehr spät heim. Es wird sehr schwierig im Moment. Also ich muss mal gucken, ob ich das, ich versuche jetzt so viel im Voraus aufzunehmen, wie geht. Aber gut, okay. In diesem Sinne sage ich mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Daumen nach oben, Abo, freut mich natürlich immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss.